So ein schöner Tag heute. Ja, ich würde mich mal hier über diesen Patienten machen. Ne? Ganz zuerst habe ich ja gedacht, die Wicklung wäre durchgebrannt, alles in Ordnung. Ja, dann bin ich davon ausgegangen, dass die Transistoren durchgehauen hat. Wäre natürlich krass, wenn es alle drei gleich einmal erwischt hat. Aber dann habe ich mir mal meine Neonlampen angeschaut. Ja, könnt ihr jetzt hier irgendwas sehen? Ja, ne, so sieht eine Neonlampe aus, die etwas zu viel Spannung bekommen hat. Ja, das war die eine davon. Ich habe es mit zweien gesichert. Und wie ihr euch erinnern könnt, habe ich dann nochmal Kurzschluss gehabt, wenn ich angeschlossen habe. Und jetzt weiß ich auch warum. Guckt euch das an. Das ist schön verschmolzen. Na gut, dann werde ich heute mal dem Erfinder Nummer 2 seinen Rat befolgen. Get away from the fuck neons and use capacitors with a light bulb. Ja, jetzt wird das Ding hier mal richtig auf Herz und Nieren getestet. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, hat es mir letztens nur die Neonlampen durchgeknallt. Da habe ich mir überlegt, ja, wenn eine zu wenig ist, dann halt mehrere. Ja, ich habe jetzt drei in Reihe. Ne? Also so wie ich das mitgekriegt habe, leuchten die erst auf, wenn man da eine Spannung von über 60 Volt überschritten hat. Ne? Angeblich, ja. Und richtig schön blau-weiß blitzend wären sie wohl dann, wenn über 1000 Volt da drauf kommen. Na, mal schauen. Ich möchte nicht unbedingt, dass sie hochblau blitzen. Ne, dann wäre ich etwas zu weit gefahren. Transistoren habe ich zweimal. Also ich habe hier zwei. UN3772 parallel geschalten und einen 3055er, also 2N3055. Ne? Ja, und das ist hier drüben ist dann noch der andere 3772. Ach, die Zahlen. Na gut. Jedenfalls sind die so angegeben mit, ich glaube, 8 Ampere, wenn ich mich nicht irre. Ja, die möchte ich hier natürlich nicht überschreiten. Mich ärgert es etwas, dass ich kein Ampermeter für 5 Ampere habe. Ne? Wird ja auch gehen. Ne? Ich meine, ja, das Verhältnis von solchen Motoren, ne, was dann in den E-Scooter eingebaut wird, das kennen wir ja. 24 Volt, 120 Watt. Ja, da zieht er dann schon ein paar Ampere. Ja, aber den hier möchte ich ja, naja, was heißt mit Hochspannung? Also momentan bin ich hier bei 40 Volt, also unseren ersten Test machen wir mit 40 Volt und mal schauen, was er da so für ein scheinbares Drehmoment hat und für eine Drehzahl, wie die Stromaufnahme ist. Ja, und dann gehen wir mal so langsam hoch. Ne? Also ich glaube, bis 80 Volt kann ich gehen, wenn ich die restlichen dann noch herhole. Okay, Test mit 40 Volt. Richtung lässt sich übrigens nicht antreten, ne? Oh ja, okay. Lampen leuchten noch nicht. Und alles hält. Schön. Wollen wir mal ein bisschen am Potti rumspielen, ja? Na gut, wenn ich mit dem Potti dann hier höher regel, dreht er zwar schneller, aber ich kann ihn komischerweise etwas schneller anhalten. Hat er nochmal so ein hohes Drehmoment. Also bei 40 Volt probiere ich es mal noch. Bei höheren Voltzahlen möchte ich das dann nicht unbedingt machen. Okay, nochmal. Okay, dann regen wir mal ein bisschen. Ja, ist immer ziemlich hoch, ne? Aber ich kann es schneller anhalten. Okay. So, also fahren wir mal wieder runter auf die Potti-Einstellung, wo richtig schönes Drehmoment hat. Jawohl, hier ist es. Aber das ist gut, das lassen wir so. Jetzt haben wir 60 Volt. Wow.
Okay, da hat es schon etwas durchgehauen. Schade. Und was hat hier durchgehauen? Ja, wer nicht hören will, muss fühlen, ne? Also jetzt musste der hier gerade fühlen, was Überspannung heißt. Der ist futsch, der hat einen vollen Durchgang gehabt dann. Ja, bleiben noch die zwei übrig, 3055 und nochmals derselbige Typ. Ja, hätte ich nur gleich auf den Tipp von Offinder 2 gehört. Der meinte dann nämlich, also auf Englisch, ne, ich soll weg von diesen scheiß Neons gehen. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und eine Glühlampe mit Kondensator ranbinden, ne, zur Zwischenschalten. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, wie er das denn eigentlich gemeint hat. Also so ist es natürlich ganz bescheuert, wie ich das am Anfang probiert habe, ne. Ist mir jetzt auch klar, ja, guter Tipp, muss ich schon mal sagen. Jetzt können wir unsere Transistoren richtig schön schützen. Ja, Stromaufnahme, ne? Tut sich nichts. 20, jetzt haben wir 20 Volt. Wie weit wir jetzt gekitzelt kriegen, ne? Also wieder Test mit 40 Volt. Gucken, wie das. Ja. Ein bisschen anders verhält sich, muss ich sagen. Als mit diesen Neonlampen. Okay, also mit 40 Volt funktioniert es ganz gut. Mal gucken, wie das ist, wenn ich das Potti hier ziemlich hoch drehe und dann mal andrehe. Ah ja, gute Einstellung. Also Potti ziemlich hoch drehen. So ungefähr. Und jetzt gehen wir mit 50 Volt ran. Also nicht gleich wieder mit 60, sondern erstmal mit 50. So, bereit? Test mit 50 Volt. Aber jetzt wird es schon etwas lebensgefährlich. Aha. Ganz, ganz gut. Ah. Aua, aua, aua. Oh, jetzt hat er. Oh, jetzt hat er ordentliches Drehmoment. Jetzt hat er ordentliches Drehmoment. Das ist ja krass. Und irgendwie ist das Ampermeter kaputt oder was? Ne, da 1 Ampere? Komm schon. Oder ziehe ich falsch rum? Tschüss. Aua, aua. Huiuiui. Heftig, heftig. Na komm, da müssen wir das doch auch mit 60 Volt hinkriegen. So fahren wir es so hoch und dann schließen wir 60 Volt an. Jetzt nochmal der Test mit 60 Volt. Aha. Sogar schon etwas gespratzelt. Okay, lassen wir es so. Bereit?
irgendwie. Bei 60 Volt mag er nicht. Doch mag er. Er mag bei 60 Volt. Aha. Klasse. Oh, ein ungeheures Drehmoment. Ungeheures Drehmoment. Bei 60 Volt. Schön aufs Ampermeter, ne? So, wohin kann ich das noch treiben? Oh, ach so, die Lampe. Seht ihr das? Also zumindest haben wir eine schöne Heizung. Bei keiner Stromaufnahme sehe ich es richtig. Also wenn, dann sind es 500 mA vielleicht. Bei... Na gut, wir haben 60 Volt dran, ne? Hui, hui, hui. Krass. Okay, so viel dazu, Leute. Puh. Ja, wenn das irgendjemand mal reproduzieren sollte... Hui. Mir poltert jetzt ganz schön das Herz.